Schütze, Hallihallo, Schütze, Januar 2024, deine Monatslegung, auch die ältere Generation fühlt euch in Resonanz. Wir starten sofort, Schütze, und wir schauen mal mit deiner Erlaubnis in deine Energien rein. Was ist Monat Januar so wichtig, dass du wissen solltest, okay? Wow, guck mal. Einige Schützen lebt ihr immer noch in der Vergangenheit, ja, mit der Vergangenheit, durch die Vergangenheit. Im Monat Januar möchten deine eigenen Energien gerne frei sein, kreativ sein, ja, mit dir selber in Verbundenheit sein, Entscheidungen zu treffen aus der Leichtigkeit, ja, aus der Hilfsbereitschaft. Im Laufe deines Lebens hast du viele Situationen gemeistert, viele Situationen zurückzulassen. War nicht immer einfach, aber ein neues Ziel kommt jetzt in die Pöschen oder in die Puschen für unseren Schützengeborenen. Lass dich nicht von der Vergangenheit bremsen, ist das Motto im Monat Januar und das finde ich sehr gut. Warum ist das so gut? Weil die richtigen Antworten werden kommen zwischen dir und einer Person, zwischen dir und einer Situation. Du wirst den richtigen Moment abpassen, fühlen und genießen, sofern du wirklich sagst, ich lasse mich nicht mehr bremsen, weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft, ich lebe im Hier und im Jetzt. Brauchst du Hilfe? Brauchst du eine private Legung, eine zielorientierte Therapie, einen Notfall-Express-Termin? Am selben Tag schreib mich an. Wenn ich sehe, es ist ein Notfall, kriegst du von mir eine 30-minütige Express-Legung am gleichen Tag noch. Ansonsten, wie gesagt, einen einzigen Reservetermin habe ich noch für Dezember und danach geht's weiter. Okay? Im Januar erst wieder. Schütze. Also, das heißt, Vergangenheit wird ein Thema sein, Kommunikation wird ein Thema sein, Kreativität wird ein Thema sein, okay? Alles, was zu deinem höchsten Wohle ist, darf passieren. Januar heißt es auch, es darf und möchte gefeiert werden, okay? Mit einer Energie von Fische, Krebs, Skorpion vielleicht, etwas, mit dem du emotional in Verbundenheit stehst. Ja, du hast eine Vereinigung, du hast eine neue Partnerin, vielleicht einen neuen Partner. Ja, in der Familie gibt es Zuwachs. Also, du könntest um den 3. Januar sehr glücklich werden, weil der 3. Januar sagt, alles, was emotionale Freiheit ist, Leichtigkeit ist, feiern ist, Spaß haben, wird sich zeigen, okay? Wir haben eine Untreue am 7. oder eine Untreue, ein Hinterhalt, einen Vertrauensbruch, ja, durch jemanden, der dir sehr nahe steht, womit du nicht rechnest. Für die, die noch in der Vergangenheit haften, heißt es, es ist etwas noch nicht geheilt, was mit etwas zu tun hat, wo deine Persönlichkeit, dein Vertrauen auf die Probe gestellt worden ist von jemand anderen und du wurdest natürlich ganz bitter enttäuscht, okay? Es ist aber wichtig, dass du am 7. nicht aufgibst. Zwilling, Waage, Wassermann, Stier, Jungfrau, Steinbock, sehr markant hier in deiner Legung, okay? Gerade die Zwillinge. Und es ist sehr, sehr wichtig hier, Schütze, dass du dich nicht aus der Bahn bringen lässt, dass du nicht deine Impulsivität rausholst, ja, nicht deine Wut rausholst, sondern Tacheles redest, aus der Vernunft, aus der Ehrlichkeit heraus und einen Abschluss bringst am 7., egal in welcher Situation es zu tun hat. Es gibt Konflikte, mentale Seiten, aber es gibt auch Momente, wo du dich als überforderte Energie fühlst oder immer glaubst, du musst kämpfen. Nein, nicht kämpfen, sondern einsetzen. Im Thema Finanzen um den 4. wird es eine Geldausgabequelle geben, das heißt, es gibt etwas zu bezahlen, aber hafte auch nicht zu sehr an dem Geld, sondern das, was bezahlt werden darf, um den 5. herum. Macht das 4., 5., okay? Ansonsten gibt es für die einen oder anderen eine Verbesserung in den Finanzen, ja, aber es dreht sich nicht um die Finanzen im Januar, sondern deine Energien zu elevieren, deine Energien in die Vertrauensfrequenz zu bringen, der Meister, die Meisterin zu sein, deines Seins, aber auch zu wissen, jede Pause, die du einlegst, jeder Mensch, der aus deinem Leben geht, jede Mich-Energie ist einzig und allein dafür da, um wieder in die Kraft zu kommen, in die Fülle, in das Erlebnis. Januar heißt, es werden Strukturen gebrochen, es werden Verhaltensmuster gebrochen, die richtige Wahrnehmung kommt, okay? Viel Erfolg, viel Liebe, viel Glück, viel Zusammenkunft, ja? Die Singles, es kann sich eine neue Partnerschaft entwickeln, ja, aber es ist so, wie solange wie die Vergangenheit immer noch ein Funken in dir ist, bremst das auch jede weitere Partnerschaft langfristig, ja, wenn man einfach noch nicht frei ist. Das heißt, das Auto hat schon eine Garage gefunden, ja, und du kommst jetzt mit dem Zweitwagen, willst in die Garage gehen, geht aber nicht, weil da steht schon der erste Wagen. Das heißt, wir können nicht einen Menschen ersetzen durch einen anderen Menschen und erwarten, dass das das Happy End gibt. Nein, total falsch. Das heißt, die Achtsamkeit, die Wertschätzung, die Stärke in dir selber, die Bodenständigkeit, ja, dieser Erfolg, dieses
wirklich eine neue Harmonie zu kreieren, wird im Monat Januar absolut wichtig sein, okay? Für die, die Kinder haben, es kann sein, dass ein Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, okay? Es kann sein, dass ein paar Rehabilitationen kommen von dir, von einem Familienangehörigen, ja? Aber wichtig ist der Erfolg, die Fülle, gute Resultate, gute Sexualität kann kommen und der absolute Erfolg, wenn unser Schütze wirklich sagt, ich bin Power, ich bin willensstark, ich bin der, der ich bin. Ja, aber ich bin auch bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ein Wahnsinnsmonat. 3, 7, 4, die 9, die 6, die 12, die 20 und die 24 könnten von Bedeutung sein, okay? Jedes Kommentar wird von mir beantwortet. Schütze, gerade die, die in einer langfristigen Partnerschaft sind, gerade die auch einer älteren Generation angehören. Es geht sich nicht darum, dass du dein Sein verändern sollst. Es geht sich nicht darum, dass du deinem Partner, deiner Partnerin hörig sein sollst. Es geht sich darum, dass du deine Meinung frei äußern darfst, weil die Kommunikation wird der Schlüssel zu allem sein und die richtigen Antworten werden kommen, wenn du dich weder von der Vergangenheit bremsen lässt, noch von der Situation oder von einem Menschen oder von dir im Hier und im Jetzt. Brauchst du Hilfe? Frag mich, okay? Vorsichtig, Untreue, etwas liegt im Argen. Ganz, ganz wichtig zu beachten, okay? Von mir aus Schütze, alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bye.